Ach, Paul, sag doch bitte dem Chauffeur, dass er mich um 11 Uhr abholen soll, ja? Anschließend muss er dann die Freunde meiner Tochter nach Hause fahren. Jawohl, Monsieur. Ist sonst noch was? Na, danke, Paul. Ich warte mit dem Frühstück auf die junge Dame. Sehr wohl, Monsieur. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Ah. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen entschuldigen soll. Ich habe Ihnen so viel Mühe gemacht. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich verstehe das selber nicht. Aber ich bitte Sie, was ist daran Besonderes? Das kommt schon mal vor. Nehmen Sie doch Platz, danke. Bitte. Meine Tochter ist abgereist. Sie hat mir aufgetragen, dass ich mich um sie kümmern soll. Und der Chauffeur wird sie dann nach Hause fahren. Aber das ist wirklich nicht nötig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid. Carina hat mir gesagt, dass Sie die gleiche Vorlesung besuchen. Wir haben dieselben Fächer belegt und sind auch sonst gute Freunde. Das wusste ich gar nicht. Wir haben so gut wie gar keine Geheimnisse voreinander. Es ist schade, dass Carina mit dem Studium aufhört. Ich verlasse auch die Universität. Ich kann es mir einfach nicht mehr leisten. Ich werde mir wohl einen Job suchen müssen. Wie bedauerlich für Sie. Ja. Sagen Sie, hätten Sie nicht Lust, weiterzumachen? Ja, natürlich. Aber arbeiten und studieren zur gleichen Zeit, das geht ja wohl kaum. Nein, nein, da mache ich mir gar keine Illusionen. Der Traum wird wohl ausgeträumt sein. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es wohl eine Frage des Geldes, stimmt's? Ja. So etwas ließe sich doch regeln. Wenn man jung ist, will man sich amüsieren. Das Amüsement ist kein Privileg der Jugend. Außerdem ist es nicht so wichtig. Nein, nein. Wichtig nicht, aber schön. Ja, aber es darf nicht zum Lebensinhalt werden. Es freut mich, aus einem so jungen Mund eine solche Lebensauffassung zu hören. Aber so jung bin ich doch gar nicht. Ich möchte mit Ihnen wetten, dass Sie noch nicht einmal 20 Jahre älter sind. Was ist das? Gar nichts. Finden Sie sich alt? Ich jedenfalls nicht. Darf ich Ihnen einen Toast machen? Ja, gern. Oh, Vorsicht. Entschuldigen Sie, ich bin so ungeschickt. Das ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, dass Ihr Kleid nichts abbekommen hat. Ich bin ein bisschen nervös, entschuldigen Sie. Ich habe eine Idee. Ich könnte Sie doch persönlich nach Hause fahren, wenn Sie mir die Freude machen wollen. Ja. Großartig.